Hallo und herzlich willkommen hier zu Star Stable Online mit unserer guten Ida. Und ja, Ida Shorttree hat ja hier mit Spring Love schon einiges erreicht, indem sie hier von A nach B geritten ist. Und als letztes waren wir hier beim Schmied. In meiner Schmiede fertige ich die feinsten Hufeisen an, als ein Druide und Mitglied der Beschützer... IDs, liegt es mir am Herzen, diese Insel vor Ausbeute zu bewahren. Wenn ich dich also jetzt nach einem wenig wertvollen Jorvik-Stall frage, möchte ich besonders betonen, dass ich ihn mit größter Sorgfalt und Verantwortung benutzen werde. Ich danke dieser Insel jeden Tag für die wunderbaren Geschenke, die sie an uns Insulaner gibt. Hufeisen, die aus Jorvik-Stahl gefertigt wurden, können deinem Pferd Flügel verleihen. Früher wurde dieser Stahl in der Guzmine im Westen abgebaut. Nimm diese Hacke und bringe mir 5 Brocken Stahl. Du wirst großzügig belohnt werden. Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. So, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir reiten einfach mal los. Oh, Post haben wir auch schon mal wieder. Ja, ich habe jetzt gerade angefangen, spontan Star Stable aufzunehmen, weil ich mal versuchen wollte, mit einer anderen Methode aufzunehmen. Ich nehme gerade mit der Game Capture auf und bin halt gespannt, wie das Ganze so wird. So, laufen wir jetzt mal hier zurück. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt querfeld einlaufen oder müssen wir querfeld einlaufen? Moment, wir müssen andersrum. Weil wir müssen ja so einen komischen Stein finden. Ich habe die Karte gerade falsch interpretiert. Ja, wir haben einen Stein gefunden, laufen direkt dagegen. Das ist ein Traum, ne? So, mal hier weiter. So ist, oh, das ist aber hier abends auch echt schön ruhig, ne? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man nachts anfängt zu spielen. Ja, also falls jetzt irgendwie hier die Tonqualität oder auch das Spiel an sich nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann liegt es wahrscheinlich an der neuen Aufnahmemethode. Verzeiht es mir in dem Fall. Das wird jetzt die nächsten 2 Parts, also diesen und den nächsten, so sein, falls das halt nicht so läuft. So, jetzt bin ich schon wieder in der falschen Richtung. Also wenn die Karte sich dreht, bin ich immer völlig durcheinander. So, einmal darum und jetzt vorwärts bitte. So, wir müssen da hoch. Komm schon, wuhu! Nein, okay, das wird nichts. Wir stehen im Baum. Rückwärtsgang. Diet, 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 diet. So, kommen wir jetzt da rum, wenn wir da rumlaufen? Nee, da steht die Schmiede genau im Weg, ne? Wir müssen einmal außen rumreiten. Aber das kriegen wir doch hoffentlich hin. So, unser Pferdchen, darum müssen wir uns auch dringend mal kümmern. So, ich laufe jetzt hier einfach einmal außen rum. In der Hoffnung, dass wir dann besser dort hinfinden, wo wir hin müssen. Der Musik nach zu urteilen, sind wir auf dem richtigen Weg. So, wir müssen ja nach hier oben irgendwie anscheinend. Ah, da ist eine Höhle. Alles klar. Wow, hier liegen Steine. So, dann halten wir mal an. Können wir die einfach so nehmen? Benutze die Minenhacke. Wo ist denn unser Gepäckstück? War das der Rucksack? Hier. So. Nee, das wird so nichts. Müssen wir absteigen? Ich steige einfach mal ab. Wahrscheinlich. Ja, ergibt auch Sinn. So, wir bauen hier in der Mine alles ab. Es sieht doch schon cool aus, ne? Wir laufen mal da hinten hin. Boah, ich komme da nicht richtig durch. So. Und wo ist noch was? Da hinten. Na, lauf, 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 lauf. Warum kann ich nicht laufen? Ist doch doof. So, läuft. Wie viel bräuchten? Wie viel brauchten wir denn jetzt? Ach, 5 steht da. So, dann gehen wir mal nach da hinten hin. Aber immer dieses Anhalten, das nervt ein bisschen. Ach so, hier können wir das auch abbauen. Sehr schön. Machen wir das mal glatt. Und da hinten auch noch. Also langsam gewöhne ich mich wieder an die Steuerung. Ich bin begeistert. So, dann einmal nach hinten. Und wieder aufs Hotte Hü. Yay, und dann bewegen wir uns jetzt mal rückwärts hier raus. Diet, 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 diet. Ja, hat aber auch was, ne? So. Hallo? Einfach angehalten. Dup, 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 du. So, einmal vorwärts hier. So, ah, wir hängen da schon wieder an der nächsten Wand drin. So, und jetzt wieder zur Schmiede zurück, ne? Ja, hier runter wieder. Ich kann die Karte auch immer so schlecht interpretieren.
So, ich hoffe, wir stürzen jetzt hier nicht ab. Ich habe das nicht so gut im Blick. Oh, wir haben es überlebt. Sehr gut. So, dann mal zurück zur Schmiede. Wir sind doofer Bauarbeiter. Wupsi du. So, dann. Ah, die Reinheit dieses Metalls ist traumhaft. Lass mich damit beginnen, Hufeisen für dein Pferd zu schmieden. Sie werden dich sicher und schnell tragen. Das wird ein wenig Zeit beanspruchen. Also vergiss nicht, später wiederzukehren und nachzuschauen, ob ich schon fertig bin. Okay, das ist natürlich cool. Warum schaffen wir es gerade nicht rückwärts? Ach so, weil da anscheinend jemand stand. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um unser Pferd und reiten mal dazu in die Stallungen. Dann können wir da wenigstens auch noch ein paar Tagesaufgaben erledigen. Ach nee, was ist das hier harmonisch und schön und idyllisch? Hottehü, hottehü. Oh, ich mag dieses Vogelgezwitscher, ne? Da bin ich echt ein Fan von. So, hier haben wir wieder diese ganzen Renntafeln. Hier ist ordentlich was. Oh, da war ein Zaun. Den habe ich nicht gesehen, das war zu dunkel. So, geh mal zurück hier. Warum geht das Pferd schon wieder nicht zurück? Ich verstehe das immer nicht. So, ein bisschen da. Und hier rüber. Jo, perfekt. Ja, an der Stelle wiederhole ich das auch gerne nochmal, weil jetzt in letzter Zeit ziemlich oft Fragen deswegen kamen. Wenn jetzt jemand unbedingt mit mir spielen möchte, würde ich dafür nicht extra online kommen oder sagen, ja, hier zu der und der Uhrzeit bin ich online, weil das passiert bei mir ganz spontan. Je nachdem, wie ich Zeit habe, gehe ich hier online und wer online ist, da freue ich mich. Das finde ich schön. Aber wenn ich in dem Moment nicht online bin, verzeiht's mir, weil insofern ist es mir leider nicht möglich, hier dauer online zu sein und jeden Einzelnen glücklich zu machen, weil er gerade genau in dem Moment kann. Warum läuft dieses Pferd nicht rückwärts? Ich check es nicht. Warum hänge ich in diesem Baum fest? Oh, Alter, die Steuerung ist gerade total für den Po, ne? Das muss ich ja an der Stelle mal sagen. Das taugt mir gar nicht. So. Jetzt sind wir ja wieder halbwegs hier auf dem Trip. So, ich lasse das Pferd mal hier drin stehen. Und dann holen wir am besten mal das Heu. Die Steuerung hat sich irgendwie verändert, kann es sein? Früher musste man doch hier immer alles 10-mal antippen, damit sie gelaufen ist. Ist das jetzt nicht mehr so? Das ist ja komisch. So, ach ja, wir haben jetzt so viel Zeug zu erledigen. Muss ich erstmal gucken, wo hier überall was glänzt. So. Wir haben gar keine Schaufel, oder? Ist ja komisch. Können wir denn wenigstens den Trog füllen? Bestimmt mit Heu, ne? Nee, mit gar nichts. Das ist natürlich super. Nee, und mit Wasser geht's auch nicht klar. Ja, das ist ja ganz toll. So macht es immer wieder Spaß. Da funktioniert das auch nicht. Dann gehen wir mal zu dem Trog da. Ich glaube, hier kommt das Heu rein, ne? Ja, da haben wir schon mal eins erfüllt. Sehr gut. So, einmal hier rum. Hier kommt dann auch welches rein. Kommt hier dann Wasser rein, sag mal. Ja, gut, dann haben wir das jetzt ja auch schon mal bisschen gelöst. So, hier kommt dann wohl auch was rein. Oder auch nicht, natürlich. Nee, klar. Warum sollte es auch? Und Wasser kommt ja auch nicht rein. Schade. Benutze Heu. Nee, ich will das Pferd nicht füttern. Ich will da zur Hölle Heu reinmachen. Finde Eimer. Hä? Warum kommt jetzt hier? Ich verstehe es nicht. Das habe ich doch gerade gemacht. Ach nee, so wie kriege ich jetzt das Zeug da hoch? Ich habe ja gerade gar keine Schaufel. Finde Schaufel. Ja, ich habe keine Schaufel. Was mache ich jetzt? Muss ich sie hier erst fragen oder schaufeln? Ach ja, hier war die Schaufel. Ich erinnere mich. Haha. Oh Mann, ey, wenn man das so lange nicht spielt, dann vergisst man die Hälfte. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen ärgerlich. So, wir brauchen noch Eimer. So, dann haben wir das jetzt erfüllt. Sehr gut. Ach, hier müssen wir nochmal schaufeln. Okay. Und da hinten auch noch. Und dann müssten wir unsere Aufgaben eigentlich erledigt haben. Dann sollte das Glitzern hier auch aufhören. Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal zu unserem Pferd hier. Unser Hottehü kann nämlich auch noch was zu trinken und was zu futtern gebrauchen. Ja, sehr gut. So, dann bürsten können wir unser Pferdchen auch noch. Dann geht Springlove auch schon viel, viel besser.
Und Futter natürlich auch. Wir sind ja mal nicht so. Und Hufe auskratzen. Tägliche Pflege deines Pferdes ist abgeschlossen. Yay! Haben wir ja wenigstens etwas geschafft. So, dann gehen wir mal zum schwarzen Brett oder zu der Tante, wo man schlafen kann. Genau da. So, und sagen immer, dass wir das alles total toll gemacht haben. So, hallo. Ja, wir haben das ausgemistet. Ist gut, ne? So. Das haben wir auch gut gemacht. Toll. Und das haben wir auch gut gemacht. Sehr schön. Dann, überlegen wir mal, was wir machen können. Wir könnten jetzt nochmal durch die Gegend reiten. Wir könnten auch mal gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Wir waren ja letztens ziemlich weit draußen gewesen. Na, Hallöle. Vielleicht könnten wir nochmal hier dieses Heu kaufen, aber es ist ganz schön teuer, ne? Also es ist ganz schön viel, will ich damit sagen. Mandarine, Möhren. Das ist wirklich ganz schön teuer. Wir können ja das mal kaufen. Wie war denn das? War das so? Ich habe vergessen, wie das geht. Kacke. Ah, wie war denn das? Mit Doppelklick? Ah, ja, okay. Ja, damit bezahlen bitte. Ha, ich habe es mir gemerkt. So, dann haben wir davon wieder was. Sehr gut. Was gab es hier? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Ihr seht die Folgen ja wahrscheinlich hintereinander weg, ne? Aber ich habe keinen Plan. In einer Folge wusste ich es noch und jetzt weiß ich gar nichts mehr. So eine Hose haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Upsi du. Dann gehen wir mal hier rüber. So, dalle. Und was können wir hier kaufen? Zügel und eine Decke. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ach herrje, Post haben wir auch. Die ignoriere ich jetzt aber mal für diese Folge. So, und hier haben wir auch noch eine Menge Zeug. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier eigentlich? Ach so, die ist schwarz, ne? Warum hatten wir die jetzt eigentlich nicht an? Weiß ich gar nicht. Ach so, weil die so scheiße aussah. Ich erinnere mich. So, dann gucken wir uns mal die anderen Sachen an. Das ist ein ziemlich krasses Blau. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Würde ich mir gerne kaufen. So. Ja, Schuhe lassen sich super einsehen. Das ist echt toll gemacht. Ah, okay. Es gibt verschiedene Kameraperspektiven. Das ergibt natürlich Sinn. So, das sind irgendwelche komischen Schuhe. Die sehen alle merkwürdig aus. Ah, okay. Andere Helme können wir uns auch kaufen. Ach, dieser Schlaghosenverschnitt. Herrlich. Das sind ja aber eigentlich auch ganz süß. Das würde ich jetzt auch mal kaufen. So, Moment. Ich vergesse auch jedes Mal aufs Neue, wie es funktioniert. So. Ja, gut. Schaut mal, haben wir sogar ein neues Outfit. Schick, ne? Tada! So, dann suchen wir mal unser Pferdchen. Wow. Oder wir drehen uns im Kreis. Ist natürlich eine Idee. Da, da, da. Oh, was ist denn das da hinten eigentlich für ein Laden? Sieht er, wir könnten auch noch unseren Wassereimer auffüllen. Weil wir haben ja jetzt hier ein bisschen was verbraucht. So, dann haben wir auch was bei. Sehr schön. Dubi-dubi-du. Und was gibt es denn hier Tolles? Die Items zu diesem Shop können nur von Archon. Das ergibt natürlich Sinn. Nein, ich habe aus Versehen nochmal draufgeklickt. Gut, okay, ich wette, diese Information habe ich uns auch schon mal geholt, aber naja, wie das halt so ist, ne? Ups, ups. Yay, wir bewegen uns. So, dann satteln wir hier mal auf. Yay! Und dann schauen wir mal, was hier die nächste Mission für uns ist. Oh, da hinten ist ein Suchscheinwerfer. Das ist aber interessant. So, lauf mal schneller, Hotte Hü. Dann finden wir hier hoffentlich auch den richtigen Weg. So, er steht hier nur rum. So, da hinten ist so eine Uhr. Heißt das, dass der Schmied fertig ist oder dass wir zurückkommen müssen? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal herausfinden, indem wir da nochmal hinreiten. Und dann schauen wir mal, wie weit der Schmied ist. Ups. Ich werde jetzt mit den Hufen weitermachen. Bitte komm morgen zurück, um zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Ach so, er meinte, wir sollen morgen zurückkommen.
Alles klar, der ist erst morgen fertig. Dann macht das ja nichts. Wow, einmal drehen. So, aber dann gehen wir jetzt mal in eine komplett andere Richtung, nämlich Richtung Endcard. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen. Ach ja je, das war ja spannend. Wir haben Auftrag erledigt und nur irgendwelches Zimperchen gemacht, aber dafür geht es Spring Love jetzt viel, viel besser. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt dann am Samstag und dann bis dann und ciao.